willkommen bei Philosophie im Gespräch. Zu Gast ist heute AO-Universitätsprofessor Dr. Mona Anna Singer. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Sie ist Wissenschafts- und Kulturtheoretikerin, AO-Professor am Institut für Philosophie in Wien. Ihre Forschungsbereiche sind Wissenschaftstheorie, speziell feministische Wissenschaftstheorie, Technikphilosophie, Cultural Studies of Science and Technology, Rassismusforschung und postkoloniale Theorie. Sie hat Bücher publiziert, unter anderem Geteilte Wahrheit, feministische Epistemologie, Fremdbestimmung zur kulturellen Verortung von Identität. Sie hat auch ein digitales Lehrbuch herausgegeben mit dem Titel Denkverhältnisse, Ansätze und Strategien feministischer Erkenntniskritik. Und viele Artikel gemeinsam mit Gudrun Axeli Knapp und Cornelia Klinger und Petra Gehring. Und viele Artikel geschrieben, unter anderem im weibliches Subjekt und Moral, beziehungsweise, was ja heute hauptsächlich unser Thema sein wird, Cyborg-Körperpolitik. Liebe Frau Professor, darf ich gleich die erste Frage stellen? Spezialthema Cyborgs, beziehungsweise zu Deutsch Kyborgs, beziehungsweise Cyborg-Technologie. Wie kommt man auf dieses Thema und was können wir darunter verstehen? Beginne mit der letzten Frage, was man darunter verstehen kann, oder ist Folgendes, also zuerst mal zum Begriff. Der Begriff Cyborg oder Kyborg ist eine Zusammensetzung aus dem Begriff Kybernetik und Organismus und heißt also kybernetischer Organismus und soll bezeichnen die Vermischung von Mensch und Maschine. Der Begriff Cyborg wurde erfunden bzw. geprägt von zwei Wissenschaftlern, nämlich Manfred Kleins und Nathan Klein, und zwar im Rahmen eines Vortrags im Kontext also einer Konferenz der NASA. Kleins ist ein Neurowissenschaftler und Ingenieur und Klein ein Mediziner und ebenso Neurowissenschaftler. Und das Entscheidende an dieser Ursprungsgeschichte des Begriffs ist das, dass Kleins und Klein damit zum Ausdruck bringen wollten, dass die Forschung in Bezug auf Raumfahrt ein Problem aufweist, nämlich dass die Konzentration darauf liegt, also wie man die Astronauten, also wie man quasi die Umwelt an die Astronauten, also die technische Umwelt auch an die in der Raumkapsel zum Beispiel, eben an die Astronauten anpasst und das nicht umgekehrt versucht wird, dahingehend zu forschen, dass man die Astronauten sozusagen der Umwelt anpasst. Also was sie moniert haben, war eine immer größere Kluft zwischen einerseits den Erfolgen in der äußeren Naturbeherrschung und auf der anderen Seite also die Antiquiertheit des menschlichen Körpers. Und mit diesem Begriff wollten sie sozusagen auf diese Kluft hinweisen und damit sozusagen also so einen Paradigmenwechsel einleiten oder also befürworten, dahingehend, dass sozusagen der menschliche Körper zunehmend selbst zum Objekt der Naturwissenschaften wird. Also die Idee, dass der Mensch sozusagen mit seinem Körper im Hinblick auf die von ihm technisch umgestaltete Umwelt zunehmend als antiquiert erscheint. Ja, man sagt ja bereits, wenn man eine Brille trägt, ist man schon ein kleiner Cyborg. Nein, das würde ich nicht so sehen. Also und zwar nicht, was jetzt und wer jetzt als Cyborg definiert wird, das ist, denke ich, eine Frage, ob diese Definition funktioniert oder Sinn macht. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt jede technische Verlängerung oder Korrektur wie eine Brille
eine Verlängerung des menschlichen Körpers oder eine Korrektur dann gleich so interpretiert, dass jetzt dann quasi der Mensch ein Cyborg ist. Sondern ich glaube, eben das Zentrale ist eben dieser Punkt, den ich dann mit dieser Ursprungsgeschichte des Begriffs angesprochen habe, nämlich eine paradigmatische Verschiebung der Interessen der Naturwissenschaften von der äußeren Natur auf den menschlichen Körper, und zwar nicht im Hinblick darauf, den menschlichen Körper einfach sozusagen mal zu heilen oder zu reparieren, sondern ihn prinzipiell zu modifizieren und umzubauen. Und das ist eine völlig, also es ist eine, schon eine entscheidend andere Vorstellung von jetzt Medizin und Humanbiologie bis hin eben zur Genetik, als diese alte Vorstellung von heilender Medizin. Also sind jetzt zum Beispiel künstliche Gliedmaßen oder plastische Chirurgie, implantierte Elektronik, das ist ja mittlerweile schon medizinischer Alltag. Ist das jetzt, ist man in dem Moment jetzt ein sowas wie ein Kyborg, wenn man implantierte elektronische Teile, zum Beispiel Herzschrittmacher. Wenn ich jetzt einen Herzschrittmacher habe, bin ich nicht schon in irgendeiner Form kyborgisiert. Also wenn man jetzt mit der Definition mitgeht von Donna Haraway, eine der bekanntesten und auch am meist diskutierten feministischen Wissenschaftstheoretikerinnen, dann sind wir heute in der westlichen Welt mit dieser Art der Medizin sicherlich, also aus ihrer Sicht, zum Großteil schon Cyborgs. Und zwar Cyborgs insofern, weil eben jetzt aus ihrer Sicht verschiedene Unterscheidungen, traditionelle Unterscheidungen angesichts dieser Cyborg-Technologien und ihrer Möglichkeiten nicht mehr funktionieren. Ja, also diese Unterscheidung zwischen eben Mensch und Maschine oder die Unterscheidung zwischen was ist Kultur und was ist Natur oder was ist von Natur ausgegeben und was ist ein Artefakt. Oder was ist die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier. Ja? Also dass diese grundsätzlichen Dualismen, dass die mit diesen neuen Cyborg-Technologien, dass die, wie sie sagt, also zunehmend also implodieren. Also die Vorstellung, also um das zu verdeutlichen, also dass also die, zum Beispiel die Onkomaus, das erste patentierte Lebewesen, ich glaube 1985, also die Krebsmaus, das ist eine Maus, die extra also zur Krebsforschung gezüchtet wird und reproduziert wird, und die sozusagen die mit weiblichen also mit Brustkrebs-Genen, also Gene, die eine sozusagen eine Tendenz haben, Brustkrebs zu entwickeln, ausgestattet wird und wo man dann nicht mehr sagen kann, das ist jetzt sozusagen eine natürliche Maus oder das ist ein Artefakt. Und außerdem ist auch diese Grenze zwischen Mensch und Tier schwimmend geworden. Also es ist fast schon eine Chimäre. Ja, genau. Und es geht darum, dass diese Cyborg-Technologien also mehr und mehr solche Kreaturen hervorbringen, wo eben diese gängigen Unterscheidungen, ist das jetzt natürlich, ist das künstlich, ist das Mensch, ist das Tier, ist das Mensch, ist das Maschine, nicht mehr funktionieren. Ich gehe jetzt so relativ unbefangen vor in meinen Fragestellungen. Ich kenne nur den einen Trend in unserer Gesellschaft, dass die Menschen sich doch ein bisschen fürchten vor dieser technischen Bewegung, die dann unter anderem eben in diesen Vorstellungen mündet, dass wir eines Tages mit Gehirnchips ausgestattet werden, beziehungsweise, was ja jetzt schon der Fall ist, die RFID-Fesseln, also das sind diese Chips, elektronische Fußfesseln, beziehungsweise wo man genau orten kann, wo sich der Mensch jeweils aufhält. Ist das jetzt quasi eine Hysterie der Menschen oder in welche Richtung geht diese kybernetische Entwicklung?
brauchen wir jetzt, müssen wir jetzt Angst haben, jetzt plötzlich in die transhumane Existenz katapultiert zu werden? Oder ist das jetzt Unsinn? Also ich glaube, dass man da in Bezug auf Technik und Technowissenschaft sehr differenziert vorgehen muss und diese Fragen jetzt zum Teil sich auf Informationstechnologien, zum Teil auf Biotechnologien beziehen und auch um die Vermischung von diesen beiden. Also ich kenne mich jetzt, oder ich habe mich mehr damit beschäftigt, also mit Biowissenschaften und Biotechnologien, die dann eben als Cyborg-Technologien bezeichne, und damit meine ich hauptsächlich Körperumbauten und weniger sozusagen jetzt den Überwachungsstaat und die elektronischen Fußfesseln und so weiter. Also das ist sicher, also ich glaube, dieser Bereich, das ist ein ganz wichtiger Bereich und ist ja auch jetzt hochaktuell mit immer wieder neuen Überwachungsmöglichkeiten und technischen Mitteln dafür, die entwickelt werden. Aber also mein Interesse gilt hauptsächlich den Entwicklungen, in den biowissenschaftlichen Entwicklungen. Und hier ist es so, dass das sehr kontroversiell verhandelt wird. Da gibt es auf der einen Seite so Leute wie, also aus der philosophischen Richtung, die sie eben Transhumanisten nennen, die meinen jetzt, also dass es eigentlich unverständlich ist, diese Abwehr von Cyborg und Cyborg-Technologien, und dass diese Abwehr darauf beruht, also wie die Engländer sagen, auf so einen Jack-Faktor. Und Jack, das ist so wie Igitt, also das ist so, also man lehnt es ab, weil es fremd ist und weil es dadurch bedrohlich erscheint. Aber es ist, man lehnt es nicht ab aus rationalen Gründen, sondern aus einer irrationalen Abwehr. Ja, diese Transhumanisten, die sagen, also dass diese Abwehr wäre eben irrational, weil Natur ist nicht fair, Natur ist blind, die natürliche Evolution ist also nicht sozusagen in irgendeiner Weise rational und gerecht im Hinblick auf die körperliche Ausstattung der Individuen. Also findet nicht in dieser Weise statt. Und warum sollte man sozusagen diese Ungerechtigkeiten unter Anführungszeichen also nicht technologisch, sagen wir jetzt, ausgleichen? Ja, dieses Argument ist ja richtig. Also das finde ich durchaus diskussionswürdig. Ja? Also dass in dem den Körperumbau jetzt einmal im Falle von Krankheit ist das gemeint, ne? Dass man das ist nicht das, sondern dass auch quasi die ganze menschliche Spezies, das ist die irrationale Angst, kann sein, aber es kann ja auch nicht sein, dass wir irgendwann einmal als menschliche Spezies, aus Fleisch und Blut, gar nicht mehr existieren. Das ist die Angst dahinter. Ich glaube, wir brauchen diese Angst nicht haben. Nein. Ja. Ja, hinter uns die Sinn, oder? Langsam. Okay. Der erste Teil war jetzt, also die erste zu dem ersten. Also die Transhumanisten, also dass die jetzt irgendwie meinen, also der Natur ist nicht fair, das ist Argument, ist nicht von der Hand zu weisen. Ja. Ja? Also dass die einen Leute biologisch mit einer besseren Ausstattung geboren werden als die anderen. Die einen sind gesünder, die anderen sind schöner und so weiter. Ja, da gibt es keine Gerechtigkeit. Und das Argument, ja, warum soll man sozusagen jetzt das nicht, also mit allen Mitteln versuchen, da irgendwie da auszugleichen. Ja? Also wenn, und die Argument, was spricht dagegen? Und die Transhumanisten sagen ja, also auch wenn es um äußere Naturbeherrschung geht, dann hat der Mensch, sage ich jetzt, ja kein Problem damit irgendwie einzugreifen. Mhm. Ja? Aber in dem Moment, wo es sozusagen um den menschlichen Körper geht, also ich argumentiere jetzt im Sinne der Transhumanisten, in dem Moment, wo es um den menschlichen Körper geht, da kommt sozusagen so die Ethikfrage auf. Da wird es plötzlich unheimlich viel tabuisiert, laut Transhumanisten, und da wird sozusagen
also da ist so ein Schutzzaun rumgestellt und dann kommt die Ethik und sagt, es geht um die Würde des Menschen und solche Eingriffe sind nicht zu verantworten. Ja? Aber das jetzt Problem, was jetzt wenn man das jetzt in Verbindung mit den Möglichkeiten, mit den derzeitigen Möglichkeiten der Cyborg-Technologien sieht, also dann taucht folgendes Problem auf, nämlich, dass die Idee von den Transhumanisten im Sinne von Better Humans, zur Verbesserung, zur psychischen und physischen Verbesserung von Menschen, dass das ein Problem hat, dass diese Idee ein großes Problem hat, nämlich, dass derzeit jetzt zum Beispiel gerade die Genetik, die an vorderster Front tätig ist, im Sinne von Diagnosen von zum Beispiel also von Erbkrankheiten, dass die in vielen Bereichen nur eben genau zur Diagnose in der Lage ist und nicht zur Therapie. Ja, also das heißt dann für die Praxis, dass dann in solchen Kontexten wie in der pränatalen Diagnostik dann diese Genetik zum Einsatz kommt und Verbesserung dann nichts anderes bedeutet als solche Kinder, die potenziell genetische Defekte haben, erst gar nicht geboren werden. Ja, aber es geht eigentlich nicht um eine Verbesserung im Moment, sondern Auslöseverfahren. Richtig. Ja, aber da ist ja die Ethik eindeutig dagegen, ne? Genau. Und das ist natürlich so, dass also wenn jetzt die Genetik auch versprechen könnte, dass sie die genetischen Defekte, die sie feststellt, auch heilen kann, dann würde die Sache sicher, also von der Akzeptanz her gesellschaftlich sicher anders ausschauen. Aber wenn sie bei vielen Erbkrankheiten, also Osteogenese imperfecta zum Beispiel, das Glasknochenkrankheit, glaube ich, ist das. Also wenn sie die kann sie mittlerweile feststellen, also am Embryo auf Chromosom 7 und 17 oder so, aber sie kann nichts dagegen tun. Ja? Und das führt dann dazu, dass man halt dann der Mutter sagt, sie könnten ein Kind mit dieser Krankheit oder Down-Syndrom und so weiter gebären. Und dann ist sozusagen die Handlungsanweisung ist auch relativ klar, also das Schwangerschaftsabbruch. Genau. Und das ist von dieser Seite her sind natürlich sind all diese Vorstellungen von eben Auslese und so Eugenik von unten, also von den Eltern selbst her oder so, diese Vorstellungen sind alle höchst berechtigt oder diese Ängste. Ja. Und das Zweite ist natürlich, dass sich die Frage stellt, also wem überlassen wir als jetzt gesellschaftliche auch Interessensgruppe, Gruppen im Plural, wem überlassen wir, also und wer ist dann überhaupt dieses Wir jeweils, diese Entscheidung darüber, was überhaupt als bessere Menschen oder als Verbesserung gilt. Ja, also wenn das den Genetikern überlassen bleibt, dass die jetzt sagen, also ich habe ein besseres Leben, wenn ich diese und jene genetische Ausstattung habe und eine andere nicht. Also dass dann sozusagen, also dass das dann natürlich dass das eine völlige Überschätzung dieser Naturwissenschaft ist. Mhm. Das finde ich in jedem Fall ganz deutlich, solange das einfach sozusagen diese Cyborg-Technologien mehr einfach eben ein Versprechen sind von Diagnose, jetzt im genetischen Bereich, und weniger eins von Heilung. Ja, und es gibt doch, also und deswegen denke ich auch, dass dieser Ausdruck Cyborg und Cyborg-Technologien eben schon eine ganz entscheidende Veränderung meint, die sich dann in der Medizin manifestiert, eben als Vorstellungen, wie sie Molekularbiologen formulieren, nämlich dass die Medizin von einer heilenden Medizin zu einer präventiven
Medizin sich bewegt. Mhm. Ja, und dass das die Diagnose eben in den Vordergrund rückt, mhm, und die Heilung in den Hintergrund. Und ich bin auch deswegen sozusagen skeptisch oder auch nicht so pessimistisch in Bezug auf, was diese Technologien also mit uns machen können, weil erstens einmal denke ich, ist das hauptsächlich eine Frage der Politik. Ja? Also wenn diese Methoden zu einer staatlich gelenkten Eugenik eingesetzt werden, ich meine, dann ist das ein Problem der Politik hauptsächlich. Ja? Also Eugenik kann ja auch ohne Genetik betreiben. Erstens das und zweitens sehe ich das als das Hauptproblem eben darin, dass es mit diesen Heilsversprechen der Genetik und dieser Cyborg-Technologien, dass mit diesen Heilsversprechen abgelenkt wird von diesen Misserfolgen und von diesen Defiziten bezüglich Heilungserfolge. Ja, also dass viele Dinge, die uns völlig einfach erscheinen am menschlichen Körper, dass die ja zum Teil überhaupt nicht, also zum Beispiel nicht nachgebaut werden können. Ja, vom kleinen Finger bis zum Knie. Ja, also man ist in der Lage, irgendwie technisch, also mit Prothesen und so weiter, alle möglichen Dinge irgendwie zu tun und zu verbessern, aber es scheitert ja irgendwie medizinisch an Krankheiten oder an Behinderungen, also diese irgendwie zu heilen in einem auffälligen Ausmaß im Hinblick eben auf diese Versprechen von Veränderungen des menschlichen Körpers, mhm, durch Technik. Ja? Also man müsste jetzt da quasi so fair sein und sagen, bis das tatsächlich der Fall sein wird, der kybernetische Körperumbau, gehen noch viele Jahrhunderte ins Land. Oder und bis dahin wird die Menschheit ja schon im Sinne der Transhumanisten erkannt haben, wie unfair die Natur ist. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Also ich muss mir heute keine Sorgen darüber machen, ist das jetzt die Botschaft oder... Also ich würde mir sehr, sehr große Sorgen darüber machen, nämlich im Hinblick darauf, dass man gegen diese Heilsversprechen der Cyborg-Technologien wirkt und irgendwie in den Vordergrund rückt, also wie schlecht es eigentlich mit den Heilungsversprechen ausschaut. Ja, also das ist zum Beispiel... Ja, das sieht aber nicht so aus, als ob sich das jetzt in kürzester Zeit radikal ändern würde. Also wenn man sich anschaut, also Krebs und so weiter, ja, oder ich meine, was kann man da nach, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten von Forschung, ja, man kann irgendwie sozusagen was Neues bauen, ja, man kann eine gute Prothese bauen, ja, aber man kann ja nicht die einfachsten, sagen wir, die einfachsten Krankheiten nicht heilen. Ja, und insofern... Erstens das und zweitens irgendwie, wenn das sozusagen so konzentriert bleibt auf Diagnosen, so wie im Falle also von pränataler Diagnostik, dann verschiebt sich auch irgendwie so der Fokus von der Medizin eben auf das Präventive in dem Sinn, dass dann irgendwie das was mir sozusagen dann in mein Leben zustößt, ja, dann, wenn ich jetzt einen Autounfall habe oder irgendetwas, ja, was sozusagen nicht vererbt ist, ja, das würde dann irgendwie so dann vielleicht eher in dieses Licht rücken, dass es irgendwie selbstverschuldet oder vermeidbar oder sonst irgendwas wäre. Ja, weil sozusagen, weil mit diesem präventiven Paradigma bin ich ja als Individuum auch ständig sozusagen gefordert, sozusagen dem Gesundheitssystem und so weiter nicht zur Last zu fallen und nicht zu rauchen, nicht zu, also diverseste Dinge nicht zu tun, damit ich gar nicht krank werde. Ja? Und das ist das Problem, haben wir jetzt ja schon, ne? Das ist ja jetzt schon aktuell, ja. Das braucht man gar nicht auf die Cyborgs warten. Also
Das Problem haben wir ja jetzt schon. Ja. Ja. Und es ist eigentlich Aufgabe der Technikphilosophie, diese Dinge zu artikulieren, beziehungsweise sich damit auseinanderzusetzen, genau. Also mit den technischen Entwicklungen und deren Folgen, Technikfolgenabschätzung zum Beispiel. Ne? Ja, aus meiner Sicht ist die zentrale Aufgabe der Technikphilosophie hier und heute, die in der Form zum Beispiel eben auf diese Cyborg-Technologien zu fokussieren, dass man irgendwie darauf aufmerksam macht, dass hier Entwicklungen stattfinden, die keineswegs sozusagen eine immanente Entwicklung bedeuten, sondern dass es sozusagen Entscheidungen sind. Ja? Dass es ständige Entscheidungen sind, welche Fragen wissenschaftlich im Vordergrund stehen, wonach überhaupt geforscht wird, was überhaupt forschungsmäßig als relevant erscheint. Will ich jetzt wissen, wie, ob Klonen funktioniert oder nicht und warum will ich das wissen? Und dass die Technikphilosophie oder sagen wir jetzt Technowissenschaftstheorie sozusagen darauf aufmerksam macht, auch mit diesem Begriff von Technowissenschaft, der ein kritischer ist, dass ja diese Vorstellung, hier gibt es sozusagen eine reine Wissenschaft, eine grundlagenerforschende Wissenschaft auf der einen Seite und eine Anwendung durch Technik auf der anderen Seite, dass diese Trennung nicht aufrechtzuerhalten ist und dass dadurch nun das auch sozusagen diese Trennung von reinem Wissen, wissenschaftlichem Wissen und nützlichen oder nutzbar gemachten Wissen eben nicht aufrechtzuerhalten ist und dass daher irgendwie also Wissenschaft, Technik und auch Wirtschaft und Politik nicht mehr zu trennen sind, gerade in dem Bereich dieser erfolgreichsten Wissenschaften oder besser gesagt, sie sind so erfolgreich, weil diese Bereiche nicht mehr getrennt sind. Und die Technik Kritik oder Technikphilosophie und auch die Wissenschaftstheorie, also die muss, so denke ich, zunehmend in den Vordergrund rücken, dass eben Wissenschaft zunehmend eben Technowissenschaft ist. Also eben in dem Bereich Biowissenschaft ist das ja auch ganz deutlich, dass man da einen Haufen Hightech-Ausrüstung braucht, um überhaupt also zum Beispiel DNA-Analysen vornehmen zu können. Also ich halte es auch aus einer feministischen Sicht für höchst relevant, in den Vordergrund zu stellen, also durch diese Beschäftigung mit Technik und Wissenschaft in den Vordergrund zu stellen, dass das eben keine immanente Entwicklung ist, die da vonstatten geht, sondern aufgrund dessen, weil jetzt zum Beispiel gerade die Biowissenschaften, weil die also ein Komplex von Interessen, von wissenschaftlichen Interessen, von technischer Umsetzung und von wirtschaftlichen Interessen bedeuten, dass ständig eben Entscheidungen getroffen werden und dass man darum sich feministisch einmischen muss. Ja? Also dass es keine Entwicklung ist, die jetzt wie so ein Hochgeschwindigkeitszug dahin fährt und wo er dann sozusagen am Rande der Schienen dann mit kleinen ethischen Stoppschildern irgendwie winken kann, sondern dass wir quasi in einem gewissen Sinne auch mit im Zug sitzen, ja? Also kulturell, oder dass wir sozusagen nicht nur kulturell im Zug sitzen und Mitspielerinnen sind, sondern dass man das insofern also als Koproduktion von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft also begreifen muss, damit man auch begreifen kann, dass man da eingreifen muss. Ja, aber wo müssen wir jetzt eingreifen? Na, als erstes, also ich als Wissenschaftler, also jede, vielleicht an einem anderen Ort, also nicht alle an demselben. Können wir bitte ein paar Impulse kriegen? Ja, also für mich ist es dann zum zentral einzugreifen in dem Sinn, dass jetzt als Theoretikerin versuche jetzt irgendwie zu analysieren und zu verdeutlichen, was es für verschiedene Techniktheorien gibt und dass zum Beispiel jetzt von der feministischen Seite die ganzen diese Kontroversen um Gen- und Reproduktionstechnologien, dass die also ganz zentral meines Erachtens nach auf sehr unterschiedlichen Technikverständnissen beruhen und dass die in den Vordergrund gehören und diskutiert gehören, um
um diese, wie soll man sagen, um diese Polarisierung von, die da wahrgenommen habe in den letzten Jahrzehnten in der feministischen Diskussion, von auf der einen Seite Technophilen oder als solche bezeichneten und auf der anderen Seite sozusagen als Technophob bezeichneten, aufzubrechen. Ja. Ja? Und wenn man sich dann mit diese Techniktheorien oder so mit Technik irgendwie auseinandersetzt, dann wird bald klar, dass dass diese Kontroversen wirklich ein bisschen aufgeklärt werden können, wenn man irgendwie versucht zu sehen, welches Technikverständnis da dahinter liegt. Ja, wenn ich jetzt dieses Technikverständnis habe, dass das Soziale sich in die Artefakte und in die technischen Prakten einschreiben kann, ja, also so bis hin zu dem, in dem Sinn, dass die Rede ist von Technik oder Technowissenschaft ist eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, dann werde ich die Gen- und Reproduktionstechnologien oder eben die Cyborgs, sagen wir jetzt Cyborg-Technologien, ganz anders begreifen, als wenn ich glaube, Wissenschaft und Technik entwickeln sich aus sich selbst heraus fortschrittlich und sind im Wesentlichen neutral und es käme nur darauf an, wer sie benutzt oder wie die Gesellschaft damit umgeht oder ob sie politisch missbraucht werden oder so. Dann in diesem Kontext ist dann von Missbrauch die Rede. Das ist sozusagen die andere Seite von der Vorstellung, dass also Technik nicht in dem Sinn missbraucht wird, sondern dass das Interessen quasi schon in the social shaping of technology, wie es in Science Studies genannt wird, einfließen. Ja, es gibt eine ganze Richtung, die heißt so SST, Social Shaping of Technology. Und da geht eben der Streit darüber, wie weit jetzt tatsächlich die sozialen Interessen Technologien formen. Ja, und da gibt es eben, wenn man sich die feministischen Diskussionen ansieht, dann gibt es einige Positionen, also dominante Positionen in dieser Diskussion, die davon auszugehen scheinen, dass das Patriarchat sich sozusagen ungebrochen in Artefakte und in Techniken einschreibt. Ja, da gibt es Analysen, also zur Pille zum Beispiel, oder die Genetik und die Reproduktionstechnologien werden als sozusagen die neueste Universalwaffe des Patriarchats begriffen. Ja, das ist die Vorstellung, also das Patriarchat und seine Interessen schreibt sich sozusagen direkt in diese eben da ein und die Artefakte und die Methoden sind, wie es Bruno Latour nennt, also nur noch Lieutenants für diese Interessen. Also Lieutenants, also diejenigen, die den Platz, den Ort für jemanden anderen halten. Ja, also er beschreibt es am Beispiel Sicherheitsgurt, der ja neuerdings im Auto, also wenn man nicht anlegt, der Sicherheitsgurt nicht, sondern es gibt so ein Alarmsignal. Ja? Und das ist dann sozusagen das ist so laut und unerträglich, dass man quasi gezwungen wird, sich den Sicherheitsgurt anzulegen. Ja? Und für Latour heißt das, dass man sich dann quasi den Polizisten erspart. Der Polizist ist sozusagen, der mir sagt, du musst dich angurten, ist sozusagen schon in das System eingebaut. Mhm. Ja? Und braucht dann keinen Polizisten mehr. Oder ein Buch von ihm heißt der Berliner Schlüssel. Also das ist ein Schlüssel, den man vielleicht aus Berlin eben kennt von den alten Häusern. Und zwar, dass der Haustorschlüssel so ein Doppelbart hat und dass man aus der Haustür ab 9 oder 8 oder je nachdem, dass man, wenn das zugesperrt ist, dann kommt man nur raus und rein, wenn man jeweils wieder also hinter sich abschließt, wenn man den Schlüssel sozusagen durchs Schloss durchstecken muss und dann auf der anderen Seite wieder absperren muss. Ja? Also ist dann sozusagen diese Idee, der Hausmeister sagt, man soll die Tür absperren, ist quasi im Schlüssel inkorporiert. Ja, aber so rationalisieren wir ja eigentlich einen Arbeitsplatz nach den anderen weg, ne? Durch die Technik.
Ja, ich glaube, der zentrale Punkt hier ist, bei dieser Technikvorstellung ist nicht, also dieses Wegrationalisieren durch Technik, sondern dieses Technikverständnis, von dem ich jetzt gerade geredet habe, das Problem dabei ist, dass der Technik so gesehen wird, als wirklich so, als Marionette von herrschenden Interessen. Das ist aber, da gibt es aber viele, und ich gehöre auch dazu, die das nicht so sehen. Also ich bezeichne das als Sozialdeterminismus in der Techniktheorie. Ja? Also das Soziale bestimmt die Technik. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass die Technik quasi das Soziale bestimmt. Da gibt es auch also diverseste Vertreter, die das so sehen, also die davon ausgehen, also so wie zum Beispiel eben Günther Anders, dass die Technik quasi jetzt nur uns bestimmt und dass die Technik zum Subjekt der Geschichte geworden ist und dass wir nur mehr quasi Mitspieler sind, so Maschinenschrauben, die da eingefügt sind. Und du siehst das nicht so? Nein, ich sehe das. Aber also wir sind schon dabei, die Maschinen immer mehr zu bedienen. Ja? Also wir bedienen die Maschinen. Das heißt, wir verbringen immer mehr Zeit, Maschinen zu bedienen. Leider an dieser Stelle muss die Philosophin sozialwissenschaftlicher werden. Angeblich. Sie helfen uns ja angeblich Zeit sparen. Nur wir sitzen unsere Zeit mit den Maschinen ab. Wo ist da die Zeitersparnis? Das ist, ich glaube nicht, dass man das in dieser allgemeinen Weise verhandeln kann. Warum nicht? Warum nicht? Weil erstens einmal, wer ist dieses Wir? Ja, also dieses Wir ist höchst unterschiedlich. Also das sieht man eben im Falle von Cyborg-Technologien, sieht man gerade, also, dass das so viele verschiedene Akteure zugange sind und so viele verschiedene Interessen da beteiligt sind und dass es wirklich ein ideologischer Kampfplatz ist und dass es da kein Wir gibt, von dem man ausgehen kann. Ich denke auch, dass das Großteil zum Beispiel der Ethik, die sich jetzt oder viele ethische Ansätze, die jetzt gegen Cyborg-Technologien argumentieren, dass die auch so ein bisschen das Problem haben, dass sie von so einem großen Wir ausgehen. Und ich denke aber, finde ich unter anderem Donna Haraway ganz gut, also eine Herausgabe kann man nicht sagen, sondern sie hat das immer wieder eben unterstrichen, dass es da große Differenzen gibt, also nicht nur jetzt zwischen den Geschlechtern, sondern auch in Bezug auf Klasse, auch in Bezug auf also Klasse- und Klassenunterschiede, auch in Bezug auf also globale Verhältnisse. Ja? Also während wir dann vielleicht in den westlichen Industrieländern zunehmend Cyborgs werden und auch im Zusammenhang eben mit einer medizinischen Versorgung, die unser Leben verlängert, mittlerweile glaube ich bis auf fast 80 oder so im Durchschnitt, ist ein Großteil der Welt, im Großteil der Welt ja völlig anders aus, oder? Also da gibt es Länder, wo man vielleicht 40, 45 wird im Durchschnitt. Ja, aber es ist anzunehmen, dass die technisch weiter aufrüsten, ne? Also das ist merkbar, nicht, sofern das jetzt keine Weltwirtschaftskrise im Sinne des totalen Finanzbankrotts gibt. Ja, aber da gibt es so viele. Das Aufrüsten der einzelnen sogenannten dritten Weltländer mit dieser modernen Technologie ist ja auch geplant. Ja. Also das geht ja peu à peu vor sich. Jetzt nicht schnurstracks in allen Ländern, aber auch die wollen diese sogenannte den technischen Segen. Also ich würde vorschlagen, also und versuche dahingehend irgendwie zu schreiben und zu analysieren, dass man a dieses Wir mal differenziert und b die Technologien. Ja? Also es gibt nicht jetzt die Technologien und die kann nicht zu diesen also Technologien so verlangen, dass jemand eine Position hat. Ja? Also ich halte diese Gegenüberstellung von technikfeindlich oder technikfreundlich bis hin zu
Technophil für ziemlich, also für falsch insofern, weil es ja um sehr unterschiedliche Technologien geht und die Akzeptanz der einen, also die Akzeptanz von bestimmten Technologien eine ganz andere ist wie von anderen. Ja? Also na sicher, das Handy wird akzeptiert. Das Internet, das ist, ja, das wird als demokratisches Medium abgefeiert. Ja. Obwohl ist jetzt, sollte man, also braucht man in dem Zusammenhang vielleicht nicht sagen, aber es kommt aus der Militärforschung, oder? Es wurde ja nicht zum Zweck der Beförderung von demokratischen Verhältnissen und der Bildung für alle entwickelt, sondern aus ganz anderen Gründen entwickelt. Ja? Und das Internet ist auch ein gutes Beispiel dafür, warum ich eben diese Vorstellung von Technodeterminismus und auf der anderen Seite Sozialdeterminismus in Bezug auf Technologie für beide Vorstellungen ablehne, weil zum Beispiel das Internet gerade zeigt, also dass scheinbar die herrschenden Interessen sich nicht so einschreiben lassen in die Artefakte, dass sie dann auch sozusagen notgedrungen so genützt werden müssen. Das kann man aber auch wieder nicht bei allen Technologien sagen. Ich meine, ich kann also ein Atomkraftwerk oder aus irgendwelchen Waffen keinen Kinderwagen basteln. Ja, also es ist sehr wohl so, dass manche Technologien nicht modifizierbar sind oder sozusagen gegen die Intention ihrer Produzenten einsetzbar sind und manche aber sozusagen zu ganz gegenteiligen Dingen benutzbar sind. Ja, Telefon zum Beispiel, höchst interessant, wurde auch nicht für sogenannten Idle Talk entwickelt, sondern nicht dafür entwickelt, dass die Leute Bitte, sich was unterhalten. Ist Idle Talk? Nein, so Idle Talk, das ist so keine besonders ernsthafte also, oder nützliche, ja, so für Gequassel. Okay, also ich sehe schon, da gibt es jetzt quasi zwei Fronten, das ist die Technophilie und das ist die Technophobie hier auf dieser Seite. Na also eben, mir geht es genau darum, diese Fronten aufzulösen und zu sagen, das ist... Die Probleme, die sich da mit ergeben, die sind ja auch vorhanden. Ne? Also dieser ganze Maschinenpark, den wir produzieren, um miteinander kommunizieren zu können, das landet ja irgendwo. Ja? Also irgendwann wird die Erde eine ganze Müllhalde sein, wo nur mit alten Geräten... Nein, aber die Technik wird ja sozusagen immer, die geht ja bei der Entwicklung von Kommunikationstechnologien und so, wird ja immer kleiner. Also mit der einen Wort, die Technik löst die Probleme, die sie selber schafft. Nein. Atomkraftwerke, Endlagerung der Brennstäbe. Das alles ist nämlich viel komplizierter leider, nämlich... Genau, das ist ein schönes Beispiel. Ja. Die Technik, die Technowissenschaft, die sich dann anbietet, als wiederum die Wissenschaft, die jetzt zum Beispiel das Klima nicht nur für uns jetzt analysiert, wie es da irgendwie weitergeht, sondern auch anbietet, wie man es besser und anders machen kann. Ja. Und damit wird aber gleichzeitig vergessen, dass die Technik, also wenn jetzt sagen wir jetzt wieder die Technik oder bestimmte Technologien ganz zentral Verantwortung an dem Zustand haben. Ja? Und das ist so, das macht die Sache nicht einfacher. Ja? Also auf jeden Fall kann man gar nicht von der Technik reden oder von der Technowissenschaft. Ja? Also was ja noch ein wesentlicher Punkt ist bei diesen Körperumbautechniken, ja, sind ja die Kosten. Wer kann sich das dann im Endeffekt leisten? Das können sich ja dann nur wieder die Begüterten leisten letztendlich. Das wird ja auch nicht Massenstandard sein, das nehme ich an. Ja. Genau, deswegen glaube ich ja, dass es so wichtig ist, nicht von Wir-Cyborgs zu reden, sondern dieses Wir zu differenzieren und zwar eben geschlechtlich zu differenzieren, aber auch im Sinne von eben neuen Klassenverhältnissen, auch im Sinne von möglichen neuen, sagen wir jetzt, Rassismen in Bezug darauf, wer sich leisten kann, sozusagen jetzt genetisch besser ausgestattet zu werden oder seine Kinder genetisch besser aus,
ausstatten zu lassen, oder wenn diese Versprechen überhaupt irgendwie realisiert werden können, und eben wer nicht. Also das ist, und das ist auch eine Frage von globalen Ungleichheiten ist und nicht nur jetzt sozusagen von jetzt in der Gesellschaft. Und gerade die Cyborg-Technologien zeigen ja dann, meines Erachtens nach, im Gegensatz jetzt zu einer Naturbeherrschung, die sie eben auf die äußere Natur richtet, zeigen diese Cyborg-Technologien, dass diese Vorstellungen von Fortschritt für alle, die diese Technologien bringen sollen, also eben nicht mehr funktionieren. Also gerade weil sie auf unterschiedlich situierte, ökonomisch, kulturell, sozial situierte Individuen sozusagen stoßen, Verhältnisse. Ja. Ja? Und dann die Frage zum Beispiel in Bezug auf das Klonen, dann also zu welchem Zwecke wird geklont oder wer kann sich dann sozusagen so etwas wie einen Ersatzkörper leisten oder kleines Beispiel, diese neuen Nabelschnurblutbanken, wo es dann darum geht, dass die Eltern von heute, also dass denen nahegelegt wird, wenn sie es leisten können, die Nabelschnur in so einer Bank sozusagen also einfrieren und also zu lagern zu lassen und dann Lagergebühren und so weiter bezahlen, um sozusagen so also im Sinne von einer Kapitalvorsorge für die Kinder, damit dann, wenn die Stammzellen, wenn diese Forschung so weit ist oder weiter ist, als es jetzt ist, dann in Zukunft diese Kinder sozusagen dieses Kapital haben, um sich dann diverseste medizinische Verbesserungen oder Heilungen irgendwie machen zu lassen. Ja. Ja, durch diese. Ja, aber das ist ganz klar, dass das eine ökonomische Frage dann sein wird. Und das ist sicher nicht aus allen Leuten sozusagen, also das ist auch nicht geplant, glaube ich, Better Humans, sagen, dass das sozusagen wirklich uns alle irgendwie betrifft, sondern es wird sehr unterschiedlich auf die Einzelnen zugreifen oder die Einzelnen werden sehr unterschiedlich, je nach ökonomischer Kapazität, werden auch diese Entwicklungen in bestimmte Richtung treiben, wenn sozusagen diese Ökonomisierung von diesen Cyborg-Technologien und von diesen Forschungen in dieser Weise weitergeht. Aber wir haben ja jetzt auch schon die Zweiklassenmedizin, und also obwohl das immer wieder von politischer Seite dementiert wird, gibt es doch im Endeffekt immer wieder Fälle, wo Menschen aufgrund ihres sozialen Status bestimmte Behandlungen nicht bekommen, weil sie sich das nicht leisten können oder weil die Krankenkasse das verwehrt und andere können sich es leisten. Also wir haben die Zweiklassenmedizin jetzt schon. Genau, deswegen ist es ja auch so wichtig. Wobei es teilweise gar nicht um Riesensummen geht, sondern auch um kleine Summen. Ja? Insofern ist diese ganze Körperumbautechnologie, wird die wesentlich kostenintensiver sein. Genau, deswegen ist es auch so wichtig, darauf hinzuweisen, dass also Technik, Politik und Ökonomie, dass die höchst verstrickt sind. Ja, und dass die Technik nicht sozusagen kontextfrei und frei sozusagen von gesellschaftlichen Einflüssen und ökonomischen Interessen sich einfach so dahin entwickelt, ja, und sozusagen geforscht wird, was jetzt gerade möglich ist, sondern dass das geforscht wird, was operativ ist. Genau. Ja, und was nützlich ist. Und nützlich heißt dann in dem Fall, was ist sozusagen, also nicht im Sinne von einem Gebrauchswert, sondern im Sinne von einem Tauschwert, was ist quasi verwertbar. Und das ist sozusagen das, was ganz entscheidend ist an diesem Begriff, an diesem kritischen Begriff Technowissenschaft, eben genau darauf hinzuweisen, dass diese
diese Verwicklung von Interessen, also die Vorstellung von einer neutralen und wertfreien neutralen Technik und einer wertfreien Wissenschaft zunehmend genau in dem Bereich zu einer Illusion machen. Und das aufzuzeigen, heißt dann auch klarzumachen, dass da ständige Entscheidungen getroffen werden. Und wenn Entscheidungen getroffen werden, dann können Dinge auch anders gemacht werden, als sie gemacht werden. Und das heißt dann, dass man eben diese Cyborg-Technologien meines Erachtens auch, dass man es wirklich so in den Fokus gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung rücken muss, damit es irgendwie klar wird, dass das keine immanente Entwicklung ist, die da stattfindet. Und auch nicht per se eine fortschrittliche ist, sondern dass das eine Entwicklung ist, die so oder so erfolgen kann. Und man sich dann Fragen stellen muss, zum Beispiel, warum ist jetzt sozusagen Klonen überhaupt von Interesse, wissenschaftlich? Ja? Und ich habe da vor kurzem einen Film gesehen auf Arte, eine Dokumentation, die hieß Geklonte Kreaturen. Und da wurde, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber da wurde irgendwie von diversen Firmen, die jetzt Haustiere klonen, gesagt, dass eigentlich, also als irgendwelche verrückte, ich sag mal jetzt so Milliardäre, eigentlich die Forschung zum, also wurde behauptet, einen großen Teil der Forschung zum Klonen von Tieren finanzieren, weil sie nicht auf ihr gewohntes Haustier, weil sie nicht damit abfinden wollen, dass es stirbt und dann die Forschung finanzieren, damit sie da ihre geliebte Katze oder so wieder ewig lebt. Dass sie ewig lebt. Oder dass es Interessen aus der Landwirtschaft, aus der Tierzüchtung, dass man sagt, ja, da hat man irgendwie so, Stiere oder andere Tiere, deren Genmaterial sollte reproduziert werden und sozusagen man sich so die langwierige Züchtungen durch Klonen erspart. Ja, und diese Leute, die zahlen dann, oder auch also Katzenzüchter oder Hundezüchter oder so, ja, die lassen sich dann sozusagen ihre besten Exemplare dann klonen. Naja, es ist das Klonen. Es ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen abwegig, aber diese Kryoniker, ja, das sind ja diese Organisation, manche bezeichnen die ja sogar als Religion, als Technoreligion. Das ist eine Technik, wo man jetzt versucht, im Falle des Todes diese Person kurz bevor sie Exitus geht, einzufrieren, ja, in flüssigen Stickstoff. Das Problem, was diese Kryoniker jetzt haben, ist ja eigentlich nicht, dass sie unter Umständen irgendwann einfach vergessen werden in ihre Tanks. Ja. Kann aber passieren. Was auch passieren kann. Sondern das Hauptproblem dieser sogenannten, ich finde es ein bisschen durchgeknallt, ist, was passiert mit der Seele? Das heißt, angenommen, die sind jetzt 300 Jahre eingefroren im flüssigen Stickstoff und die Medizin ist tatsächlich so weit, diese Wesen wieder zum Leben erwecken zu können. Was sagst du als Philosophin dazu? Nein, jetzt einmal. Jetzt im Hinblick auf die Seele, oder ist die Seele nicht kein Thema für die Technikphilosophie? Das sind jetzt schwierige Fragen. Also, ich versuche es einmal aus dieser. Von dieser technowissenschaftlichen Seite her, da habe ich jetzt den Eindruck, also durch meine Lektüre von Cyborg-Visionen, dass die Seele insofern kein Thema ist, weil Identität oder das, was die Person ausmacht, von diesen Cyborg-Technikern in das Hirn verlagert wird. Mhm. Ja, und das, also Beispiel, da gibt es, glaube ich, heißt Robert White, einen Neurowissenschaftler, der unternimmt, wie er sagt, Kopftransplantationen,
Ich würde das aber als Körpertransplantation bezeichnen, weil Tatsache ist, dass er sozusagen, also dass er jetzt mit Affen Experimente macht, wo er den Kopf von den einen Affen auf den Körper von den anderen Affen versetzt. Kleines Problem taucht dann auch auf, die sind dann immer querschnittsgelähmt. Also es geht sich nicht, das funktioniert nicht, das mit den Nerven, dass das, also dass der Körper und der Kopf, dass in der Form die Nervenbahnen zusammengepflegt werden können. Und ich habe diesen in einer Dokumentation diesen White argumentieren gehört, und der meinte, die Identität des Menschen liegt doch zwischen den Ohren. Ja, das heißt, es geht nicht mehr um die Seele, sondern das, was den Menschen ausmacht, das ist sozusagen, ist ja letztlich aus dieser Sicht, aus dieser... Also im Gehirn. Ist im Gehirn, genau. Genau. Und aha, insofern, wenn das Gehirn in irgendeiner Weise erhalten bleibt, wenn diese Leute da wieder aufgetaut werden, oder wenn das Gehirn, so wie es wie Hans Morawetz fantasiert, sozusagen der Inhalt, also das Denken, das Wissen auf eine Festplatte geladen werden kann, dann ist das die Persönlichkeit des Menschen, ist das, was ganz zentral und wesentlich den Menschen ausmacht. Mhm. Und die Seele, die gibt es einfach nicht.